So. Ah, Dennis, Marc, macht's euch gemütlich. Super. Wie hat's euch gefallen? Sehr, sehr schön. Wir machen ein paar Closing Remarks. Genau, zunächst mal haben wir ja eine ganze Reihe Tweets heute gesehen und Facebook-Beiträge und LinkedIn und Instagram und was noch alles. Und wir haben euch ja angekündigt, dass wir noch den einen oder anderen Preis dafür zu vergeben haben. Ich würde einfach mal damit starten, dass der Gerrit einmal nach vorne kommt und uns erzählt, was er heute noch in den Lostopf wirft hier. Genau, wir werfen etwas in den Lostopf. Und zwar, ich habe es dieses Jahr endlich mal geschafft, dass meine Company hier als Sponsor auch aktiv wird. Und das, was wir als Sponsor in den Lostopf geworfen haben, ist eine Trainingsteilnahme. Wir haben seit einiger Zeit Trainings im Angebot, zwei Stück. Und aufgrund dessen, was wir bisher so an Nachfrage hatten, haben wir beschlossen, die nächstes Jahr auch öffentlich zu machen. Das heißt, nicht nur bei den Kunden intern, sondern tatsächlich auch öffentlich als Public Trainings. Das eine Training ist, wir haben das Advanced Product Owner genannt. Da geht es tatsächlich um Business Value. Also die Rolle des Product Owners befreit von allen Frameworks. Wie kann ich als Product Owner Business Value auf die Straße bringen? Das andere Training geht eher so in die Richtung Agile Coaches, Führungskräfte, Scrum Master. Wir haben es Agility Analytics genannt. Wie kann ich mal analytisch an das ganze Agility-Thema rangehen? Wie kann ich verstehen, wie ich als Scrum Master, Agile Coach, Führungskraft in einer agilen Organisation Wirkung erzeuge? Und wer auch immer diese Teilnahme gewinnt, kann sich dann raussuchen, welches der beiden Trainings es sein soll und kann sich da anmelden und alles Weitere dann bilateral mit mir klären. Super, herzlichen Dank. Dann einmal auf den Topf, bitte auf den Tisch hier. Genau. Marc, Dennis, kommt doch mal ganz kurz vor, ihr zwei. Kommt mal her. Kommt mal schnell nach vorne. Komm. Ja, Mensch. Unsere Urgesteine hier, meine Güte. Du kannst dann danach hierher kommen, genau, wenn wir das, genau. Ja, kommt Jungs, erzählt doch nochmal was gerade. Ja, ihr habt ja auch nochmal was hier mit in den Pott geworfen. Das stellt ihr nochmal kurz vor. So klein seht ihr das überhaupt? Ihr habt ja erzählt, ihr wart auf Nummer 2 gestern. Ne? Das wollen wir heute noch ändern, also haut mal rein jetzt. Ja, wir waren lustigerweise auf Nummer 2 für Softwarebücher, was totaler Quatsch ist, weil darum geht es nicht um Software. Aber wir haben ein Buch geschrieben zu agile Spiele. Wir haben keine Spiele erfunden, wir haben die Spiele, die wir schon seit vielen Jahren kennen, zusammengeschrieben, als kleines Werkzeug, als Hilfe. Und es gibt tatsächlich momentan außerhalb des Verlags, weil es nämlich offiziell erst nächsten Donnerstag erscheint, nur genau diese beiden. Weil wir auch relativ oft gefragt wurden, haben wir sie signiert und geben die mit in die Verlosung. Genau so machen wir es. Ich habe eigentlich nichts weiter hinzuzufügen. Das passt soweit. Also, viel Glück. Danke. Vielen herzlichen Dank. So, den Teil machen wir jetzt aber kurz und wir schauen mal, wer noch da ist. Und zwar schaut es so aus, dass ich gleich 5 Namen hier ansprechen werde und diejenigen dürfen sich dann aus dem Pool entweder eine Trainingsteilnahme oder 2 Bücher rauswählen. Ja? Die anderen Bücher sind noch vom D-Punkt Verlag auch hier gesponsert, also eine sehr, sehr coole Auswahl an schönen Büchern. Und zwar möchten wir uns bedanken für die aktive Teilnahme auf den sozialen Netzwerken bei Markus Metz. Herzlichen Glückwunsch, such dir was aus. Übrigens auch coole Anmerkung, die glaube ich auch von dir kam, dass wir ja 2 Familienunternehmen heute auch hier hatten, die tatsächlich auch sehr viel über gesellschaftliche Verantwortung dabei gesprochen haben. Das war tatsächlich was, da hätten wir auch mal vorher drauf kommen können. Aber das war wahrscheinlich eine unbewusste Auswahl von uns auf jeden Fall. Dann die Christina Schreck. Jawohl, da ist sie.
komm einmal zu uns, such dir was aus. Vielen Dank auch für deine Aktivitäten heute. Du hast uns in die Trending Topics gebracht. Dann Juliana Stepanova. Ja, die hat ein bisschen längere Anreise. Die ist schon unterwegs. Dann Sabina Lammert. Du hast eine schöne Skizze auch gemacht von den Keynotes. Auch schon unterwegs. Und last but not least, das kann doch nicht sein, was habt ihr da gemacht? Echt? Okay, Tom Junghans. Der Master der Kneipentour. Ja, okay. Aber er ist auch ein Garant für unsere Social-Media-Aktivitäten. Insofern das zu den Verlosungen. Ihr dürft jeweils zwei Bücher auswählen. Das habt ihr schon gecheckt, oder? Dass ich das so gesagt habe. Ja, dann haut nochmal rein. Ja. Wir haben jetzt sehr, sehr lange, ich glaube über 10 Monate, auf diese Konferenz hingearbeitet. Und es gibt da 3 Damen, die ich gerne einmal nach vorne bitten möchte, die diese 10 Monate Blut und Wasser hier geschwitzt haben. Und das sind einmal Jimena, Paulina und Laura, die bitte einmal nach vorne kommen. Jo, kannst du mal kommen? Neue Location, 50% mehr Teilnehmer. Sind durchaus eine Herausforderung. Vielen Dank euch für den intensiven Einsatz. Sehr gern. Danke. Und ja, es gibt ein kleines Tröpfchen für euch. Ja. Und ich habe gehört, bei uns im Team wird heute noch intensiver gefeiert, auf jeden Fall. Bitte tut uns einen Gefallen, es gibt von allen Vorträgen, die heute stattgefunden haben, Videos, wenn ihr sagt, hey, das war echt geil und ihr wollt da was mitnehmen, nutzt einfach die Gelegenheit, die auch mit euren Kolleginnen, mit euren Kollegen zu teilen, ja, also gerne schön verbreiten. Der Max, wir schicken auch nochmal eine Info raus. Wir wurden nach den Slides gefragt. Das ist eine Herausforderung, die alle einzusammeln. Die sind in den Videos mit reingeschnitten auch. Ja, aber versuchen wir im Idealfall, dass die Speaker die auf Slideshare oder ähnlichen Plattformen veröffentlichen und dann auch entsprechend wir einfach einen Link teilen können. Ansonsten meldet euch bei uns und wir versuchen dann das bilateral zu klären. Wir haben noch keine Tools for Adult Teams Plattform, wo wir die alle einstellen würden. Aber der Max kommt jetzt nochmal und will noch ein Google Home Mini raushauen, ne? Ja, okay, gut, das haben wir verballert, ne, eben. Ja. Ja, also eine Chance zu gewinnen habt ihr noch, deswegen seid ihr alle noch da eigentlich, oder? Ja. Das sind die Glücksfee. Komm. Nee, ich selbst nicht. Ich hab's ja. Dann hauen wir noch einen raus und dann... Nee, Jimena, komm. Okay, also last but not least. Wow, Wahnsinn. Also, Fabian von Amadeus gewinnt ein Google Home Mini. Da ist er doch. Hervorragend. Du stellst uns so spät am Abend hier nochmal vor Herausforderungen. Ja, das war's großteils von uns hier. Wir werden noch ein bisschen jetzt rumräumen und dann noch ein bisschen feiern. Tickets sind mittlerweile online. Wir haben die ersten Bestellungen bekommen. 3.4. Dezember 2020. Ja, wenn gerade bei euch Budgetierung läuft, dann wisst ihr ja schon, was ihr als Position aufnehmen solltet. Man kann auch 40 Leute anmelden, wie die R&V gezeigt hat. Also keine falsche Scheu. Damit es nächstes Jahr mindestens genauso wird wie dieses Jahr oder vielleicht auch noch gerne besser, bitten wir euch draußen nochmal einfach das völlig analoge Board da in Anspruch zu nehmen und uns Feedback zu geben. Wir haben nächste Woche Retros, wir haben Planungen und alles Mögliche anstehen und wir werden jedes einzelne Feedback, das da eingeht und natürlich gerne auch per E-Mail oder sonst wie noch im Nachgang, werden wir betrachten und in unsere Planungen berücksichtigen. Danke euch, kommt alle gut und vor allem sicher nach Hause und wir freuen uns auf ein schönes Jahr 2020 mit euch. Tschüss.